Mein Name ist Ronald Müller, ich bin Fertigungsleiter der Firma Meyer Burger, verantwortlich für die Inbetriebnahme und den Start mit dem Bürkle-Laminator. Im Jahr 2020 entschied sich Meyer Burger, den Transformationsprozess einzuleiten, um vom reinen Anlagenhersteller zum PV-Modulanbieter zu wachsen und sich im globalen Markt aufzustellen. Wir hatten die Grundvoraussetzung, dass wir ein Gebäude hier in Freiberg von der Firma SolarWirt erworben haben, wo wir quasi die räumlichen Vorgaben schon hatten, welche Kapazitäten wir hier aufbauen, entschied also rein die Größe der Anlagen, die wir hier installieren können. Daher kam nur ein Anbieter in Frage, der möglichst schnell eine geeignete Technologie anbieten kann. Zum ersten war der schnelle Entwicklungsschritt für die Maschine. Die Firma Bürkle hat uns die Möglichkeit gegeben, im Technikum in Freudenstadt schon Vorversuche zu machen. Also wir wussten schon, ob die Technologie funktionieren. Das zweite ist die Maschine an sich, die natürlich eine deutlich höhere Kapazität hat. Wir wollen also in Freiberg eine sehr hohe Output kreieren und brauchen auf geringem Platz viel Kapazität. Und aus diesen Gründen war dann die Entscheidung relativ einfach, in einen Stacklaminator zu investieren, weil dieser natürlich uns die Leistungsfähigkeit deutlich erhöht. Besonders hervorheben möchte ich vor allen Dingen den Punkt, dass die Lieferung der Maschine, der Aufbau, die ganze Inbetriebnahme reibungslos verlief. Die Maschine der Firma Bürkle liefert schon seit mehreren Monaten jetzt stabil Produktionsmaterial und das sind schon Sachen, die sehr positiv bei uns angekommen sind.